Willkommen zur zweiten Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe in der letzten Folge gerade gegründet, baue hier so ein bisschen auf. Ich habe jetzt hier eigentlich kein Wachstum. Zu wenig Nahrung. Na gut, dann ist das jetzt für den Moment mal so. Die Gebäude sind mir denn doch gerade noch ein wenig wichtiger. Ja, auch schon auf Größe 4. Dann hatte ich ja das zwar irgendwo im Augenwinkel gesehen, aber gar nicht erwähnt. Ich hatte ja den Bergbau erforscht und durch die Erforschung des Bergbaus ist ein Stein aufgedeckt worden. Ich glaube, das war durch Bergbau. Schauen wir gerade nochmal genau. Zeigt Stein auf der Karte. Ich habe sogar einen Stein. Hier zum Übrigen wild, wenn dann Fallenstellen dran ist. Und naja, das Schöne an Stein ist dann eben auch, dass Steine gibt. Steht das hier nicht sogar? Nee, steht nicht da. Gibt halt auch 10%, glaube ich, auf Weltwunder, aber ja, klar, erst wenn man es verbessert hat. So wie Marmor. Und naja. Noch habe ich keinen Bautrupp, noch habe ich nicht die Technologie dafür. Das ist denn Bauwesen, da ist noch eine ganze Weile hin. Tja, naja, mal gucken, wie es denn hier noch so weitergeht. Weisheit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Gut, da haben wir zunächst mal das Rad. Council, Straßenbauen, naja. Hier hoppelt der Deutsche rum, ja. Das haben wir schon gesehen. Ach so, halt, Moment, der Speer hat hier Fortbewegung im Dschungel und Wald. Je, stört der Washington ein wenig, aber na gut, was soll's. Ich wollte doch ja eigentlich zurück. Wer klopft sich da? Sind da auch Barbaren unterwegs? Naja. So. Ich wollte doch ja eh zurück. So, da haben wir den Stadtschalter auch. Ich frage mich zwar, warum der irgendwie vorher schon sichtbar war. Keine Ahnung. Hat ja zuletzt in der Karte das schon gesehen, aber na, obwohl ich es nicht aufgeklärt hatte. Aber okay, das, ja, alles muss man dann vielleicht auch nicht gleich verstehen. Es gab eine Begegnung mit Brüssel. Hier sind wir denn dabei, Stonehenge zu basteln. Naja. Dass man so lange gar kein Wachstum ist, ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Aber andererseits, wie gesagt, durch die Upgrades bin ich ja schon Stufe 4. Da sollte ich doch mit leben können. So, das ist wieder ein neues Event. You find a nomadic tribe that wishes to join. Ach so, granting additional land around the nearest city. Nearest city? Das dürfte dann Konstantinopel sein. Da habe ich dann gleich mal ein paar Felder noch angeschlossen. So, naja. Hat er die so. Na gut, so. Und hier hoppelt der Siamese irgendwo auch noch ein bisschen mit herum. Naja, die müssen irgendwie hier dann wieder durch die Gegend laufen, dass sie irgendwie wieder auf den Heimweg finden. Da sind nochmal Ruinen. Und du musst irgendwie auch gucken. Ups. Entschuldigung, das ging ja hier etwas schnell. So, Gold. Gut, alles klar. Nehmen wir auch mit. Da ist ja der Herr Gandhi. Das wusste ich doch schon, dass du dabei bist. Im Namen des indischen Volkes reiche ich ihm meine Hand in Freundschaft. Ja, das ist ja immer zumindest mal früher ein ganz netter Zeitgenosse gewesen. Also friedlich vor allem. So, wir haben ab dem die zweiten Pionier. Jetzt kann ich auch in Wüste und Schnee doppelte Bewegung. Ich glaube, ich gehe hier trotzdem am Rand lang. Ich will ja doch ein bisschen mehr aufdecken. Das geht schon. So, rauf auf den Hügel, wie immer. Da unten, da unten ist auch schon wieder ein Stadtstaat. Den müsste ich irgendwie noch kriegen, aber ach, alles.
alles Hügel im Weg. Wir sind schon wieder Barbaren. Und wo war das? Das war doch der Gandhi. Ja, da sind ganz schön viele Barbaren unterwegs, aber irgendwie zum Glück nicht unbedingt so in meiner Nähe bisher. So, 6 Runden noch bis Stonehenge. Wenn ich hier lang gehe, dann müsste ich hier, müsste auch wieder Hügel. Und hier kann ich, glaube ich, durch. Dass ich nicht den Zug verbrauche. Na, mal sehen. So, und was war das hier? Das war ja auch irgendein Naturwunder. Bergkalisch, nee, Kailash. 6 Glauben, tja. Glauben könnte ich ja auch gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, das ist der Speer, der ist dann einmal rum. Ach, nicht. Ja, na gut. Denn hier lang. Wüste kostet jetzt auch ein Feld. Also sozusagen eine extra Bewegung. Das ist halt doof. Aber so ist es dann eben. So sind die Regeln. So, Sansibar. They have nothing to offer you. Friendship 6, naja. Schmuck, Perlen. Naja. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ausdehnung funktioniert nach wie vor prima. Die Frage ist, was planen wir denn eigentlich hinterher ein? Ich glaube, ich mache sogar direkt einen Siedler hinterher. Na, dann kommt, glaube ich, Pyramiden. Naja, mal sehen. Muss ja noch aufklären, aber ich denke, ich sollte bald Gebiet abstecken, weil ich, wenn ich mir das da so angucke, glaube ich nicht, dass der Siam da noch lange stillhält. Der hat offensichtlich ein Barbarenproblem. Habe ich doch gerade hier auch irgendwo gesehen. Wahrscheinlich sollte ich da lieber hier oben weg. Ich habe hier auch ein Barbarenproblem. So, aber jetzt Liberty, a worker appears near capital. Wunderbar. Reich rüber. Ich will trotzdem mal da unten lang. Ja. Rauf auf den Weizen. Ich brauche Nahrung. Keine Frage. Ey, Bogenschütze. Nahrungsüberschuss. Da habe ich nicht sehr viel. Na, das habe ich ja auch selbst gerade gesehen. So, warte mal, wenn ich nach hier gehe, müsste ich mich doch dann direkt vorbeischubbeln können. Dann bauen wir hier erstmal jetzt die Farm. Ja, mal gucken, wo wir hier noch so hinkommen. Der hat gar nicht angegriffen, der Bogina, denn schnell weg hier. So, nun muss man das Fallenstellen uns holen, damit wir hier auch was tun können. Stonehenge-Siedler, ja. Machen wir den mal ran. Kornspeicher wäre natürlich irgendwie auch was, aber ich denke, ich gehe trotzdem erstmal noch auf den Siedler. Ja. Wobei, da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Kornspeicher erstmal noch dran wäre natürlich auch was. Der bringt ja immerhin. Was bringt der denn? Der bringt einen Nahrung und vom Weizen hätte ich auch noch eine Nahrung. Ach, und vom Wild auch noch. Hab ich Wild? Wild habe ich ja noch. Hab kein Wild. Bananen habe ich keine, Bison habe ich auch nicht. Das heißt, der Kornspeicher wäre dann 2 Nahrung mehr, naja, immerhin. Aber 6 Runden ist mir irgendwie zu viel, dann nehme ich doch erstmal den Siedler. Ja. Machen wir so.
So, immerhin. Stonehenge geschafft. Ich kriege 50 Glauben direkt. Council kriege ich auch frei. Jetzt muss ich mich aber hier erstmal jetzt verdrücken. Schnell weg. Machen wir gleich erstmal hier noch die Sperre. Und du kannst dich auch hier in den Wald verdrücken. So, dann wollen wir mal gucken. Nee, hier haben wir noch was, den wir gleich machen sollen. Aber sei es drum. Pantheon, jetzt wird's doch spannend. Was haben wir denn hier so? Tja, Marmor, Gold, gibt's die Steinbrüche noch? Lager. Das ist auch ein ganz witziges Teil, God of All Creation, muss ich sagen. Das habe ich auch schon mal im Festspiel gehabt. Ist halt nett, man hat direkt zwei Glaube, aber dann bleibt es dann eben beim Glauben. Insofern ist das ein bisschen ungünstig, aber für jeden Pantheon, der gegründet wird, kriegt man Kultur und Zufriedenheit. Zufriedenheit ist irgendwie insgesamt deutlich aufgewertet, habe ich so den Eindruck. Weil gut, früher war es ja eigentlich so, wenn man halt Zufriedenheitsüberschuss hatte, dann gab es halt Punkte fürs goldene Zeitalter. Aber jetzt ist es schon so, dass es dann eben mehr Kultur, mehr Forschung und ach, hier sieht man sogar durch die Zufriedenheit, die ich habe, kriege ich immerhin jetzt schon 0,33. Naja gut, so viel ist es nicht. Aber immerhin ein bisschen Forschung. Und wenn das raufgeht, ja, da kommt schon einiges zusammen. Insofern finde ich den durchaus interessant, aber irgendwie hätte ich doch gerne was, was zumindest mal noch ein bisschen mehr Glauben gibt auf die Dauer. Ahnenkult. Da hätte ich immerhin. Ja, das ist auch nicht schlecht. Da Council habe ich ja jetzt schon stehen. Da hätte ich zwei Kultur. Und jeden Council, den ich irgendwo gründe, kriege ich immer wieder für den Council zwei Kultur dazu und für drei Einwohner einen Glauben. Aber ich glaube, irgendwo, das muss ich direkt mal suchen. Wo ist das komische Ding? Göttin der Jagd, da habe ich es doch. Ein Glaube, eine Nahrung und ein Kultur von Kems. Und Kems, mal gucken, was wir bei Kems alles haben. Das ist ja hier. Und zwar kriege ich die für Pelze. Wild, Elfenbein, Trüffel, Bison, ja toll, Pelze habe ich drei Stück sogar. Und ich meine, davon ausgehend, dass Pelze ja meine ja, sozusagen Monopolressource ist, wäre das natürlich schon ganz gut. Schön wäre es, wenn ich irgendwo noch ein bisschen was von dem anderen Kram finden werde. Werde würde, was auch immer, aber das sieht man halt noch nicht. Aber immerhin Bison und Wild werde ich gleich sehen. Drück mal die da. Ach, hier sind ja die Pelze. Wo sind sie denn alle? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fehlt doch einer. Wo ist die 8? Komm raus, du Pelz. Irgendwo fehlt noch ein Pelz. Naja, wird sich finden. Manchmal ist es auch ein bisschen weiter weg, wenn man Pech hat. Aber egal, ich nehme jetzt hier mal Göttin der Jagd. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Das heißt, nee, erstmal heißt das noch gar nichts. Ich muss ja Lager erforschen und Lager bauen. Naja, kriegen wir auch noch hin. So. Dann habe ich in Konstantinopel, weil ich Stonehenge gebaut habe. Ich, nur Wunder zählen da auch. Interessant, da stand da was von Gebäude, aber aha. Alles klar. Nahrung, Kultur, 55 Glauben. Jo, naja. 600 Glauben für einen großen Propheten waren das früher nicht 300. Ach je, naja gut, was soll's. Wird schon gehen irgendwie. So, auf dem Hügel. Da sieht man mehr. Irgendwo sollte ich mich aber auch mal reparieren, glaube ich, hier. Na, ich mach das mal. Jetzt, wenn hier irgendwo wieder einer rausgehopst kommt, andererseits, hier ist ja Wald. Was? Nein, 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 nein. Was ist denn hier? Ach so. Denn wieder zurück. Da ist Washingtons Gebiet. Da will ich nicht rein. Da ist doch schon wieder so ein Bogenschützi. Ein Pantheon. Amerika hat auch ein Pantheon.
Aha, Indien und Amerika, okay. Gibt aber nur noch vier Religionen. Eine kriege ich. Vielleicht ist das deshalb so. Die anderen vier und dann ich als fünfte, also Byzanz sozusagen, weil die nicht garantierte haben. Keine Ahnung. Naja. So, und hier muss ich mich wohl auch am Rand lang stehlen. Hoffen, dass das gut geht. Ob das hier so vernünftig war mit der Hauptstadt, die ich hier irgendwie ständig. Der muss über den Fluss, dann kann ich doch hier in den Wald. Okay. Dann müsste ich eigentlich auch noch durchkommen. Hallo, wer bist du denn? Hallo, Gustav Adolf. Welch Freude, euch zu treffen. Ja, Gustav, das ist alles völlig okay. Das ist eigentlich auch ein sehr angenehmer Mitspieler, muss ich sagen. Da habe ich auch noch nie Probleme mit ihm gehabt. Das geht ja eigentlich bisher. So, da ist die Farm fertig. Noch kann ich nicht, aber das hat vom Timing ja ganz gut. Nächste Runde können wir dann das Jagdlager bauen. Passt. So, und du musst dann natürlich auch zurück. Der Siedler ist in 3 Runden fertig. Ja, da haben wir die Aufklärung gerade noch so hingekriegt. Der muss natürlich dann Eskorte machen. Das ist ja keine Frage. Selbst wilde Bestien und Wandervögel geraten nicht zweimal in dieselbe Falle oder dasselbe Netz. So, na, da wollen wir mal gucken. Bison Wild. Ganz viel Bison, ganz viel Wild. Guck. Lass sehen, zeig. Oh, ich traue mich gar nicht hinzugucken. Das wäre schon schön. So, was haben wir denn hier? Pelz, da hatten wir doch vorher schon. Da ist ein Wild. Na, das ist doch toll. Och, und Bison. Bison ohne Ende. Ein Bison, zwei Bison, drei Bison. Das ist ja nicht schlecht. Und hier noch dreimal Wild. Das ist ja cool. Irgendwie fehlt mir aber immer noch ein Pelz, oder? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Wo ist der letzte Pelz? Naja. Egal. Du baust jetzt hier das Lager. Du kommst hier rauf. Hier durchgeflutscht. Das dürfte Schwedengebiet sein. So, naja. Sieht's denn jetzt hier eigentlich aus? Na, mal gucken. Ein bisschen haben wir ja schon erforscht, ein bisschen hatte ich auch gefunden. Tierzucht in 7 Runden und dann haben wir Bauwesen. Ja, das ist alles schon ganz okay, würde ich sagen. Naja. Wesen gibt es denn hier? Das wird erstmal entfallen, fürchte ich. Naja. Das war das Wild. Das Lager. Welches Lager denn? Das da unten. Na gut. Schweden hat auch ein Pantheon. Genua steht unter dem Schutz von Siam. Na gut. Tja, da ergibt sich natürlich auch die Frage, wenn der Siedler gleich fertig ist, wo siedle ich denn eigentlich? Ich denke, das Wichtigste, wenn ich mir das so angucke, hier oben hängt der Amerikaner. Washington, Deutschland, habe ich doch hier gesehen, ja. Und hier ist der Siam. Ich denke, der Siam ist der nächste. Den muss ich irgendwo. Eine Grenzstadt hinsetzen hilft nichts. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Der Amerikaner scheint dann, na gut, wenn er hier durchkommt oder hier. Aber hier kam nichts. Also ich habe zumindest da nichts von ihm langlaufen sehen.
Ah, da ist Genua noch und hilft. Also ich würde sagen, irgendwo hier so an dem Fluss lang, vielleicht ein oder zwei Städte. Was haben wir denn da so? Hier wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre denn direkt da am Berg. Dann hat er hier was. Hier irgendwo vielleicht an den Berg, Hügel und See. Wobei, das ist schon sehr nah hier. Hierhin. Ich würde fast sagen dort, oder? Da hätte ich dann immerhin noch mal die Pelz, das Wild. Oh, das wäre eine schöne Stelle hier, glaube ich. Und er sollte ihn in die Richtung ein bisschen abbremsen. Und dann müsste ich irgendwo hier so in dem Dreh. Hier, da kommt dann noch eine Stadt hin. Vielleicht hier unten und dann, also hier drei Städte, dann sollte ich den Siam, aber na gut, der wird dann auch vor Ärger am Dreieck springen. Von wegen Grenzkonflikt und so. Tja, aber das durfte dann halt mal so sein. Aber da muss ich schnell gründen, deshalb hatte ich das ja auch mit dem Siedler ein bisschen forciert. Ich fürchte, wenn ich eben erst hier noch andere Sachen baue oder gebaut hätte, ich habe es ja nur so gemacht, dann bin ich da einfach zu spät. Und jetzt ist der Siedler nächste Runde bereit. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden bis zur Gründung. Das wäre Runde 40. Naja, wobei ich glaube, die Rundenzeiten, da passt inzwischen vieles nicht mehr, weil da so viel geändert wurde im Balancing. Von den Rundenzeiten. Früher ist das, glaube ich, alles nur noch teilweise gut zu vergleichen. Na gut, mal den Siedler noch mal rüber. Farmers in the City Report NL. Das ist ja alles klar. 50 Nahrung, immer gern genommen. Auf den Hügeln lang. So, na dann brauchst du gar nicht in die Stadt. Siedler kannst hier bleiben. Alles klar. So, jetzt wächst der auch wieder. Zumindest war so ein bisschen, bin nur direkt auf 5 gegangen. Das durfte die 50 Nahrung gewesen sein. Ist ja witzig. So, und der Birth of a Citizen machte 35 Wissenschaft. Alles klar. Na gut, ich denke, das passt doch soweit alles ganz ordentlich. Mal schauen, wie weit das hier mit der Gründung funktioniert. Ja, sonst muss ich irgendwo hier in der Nähe gründen. Das geht schon. Ich habe ganz gut Platz, wenn ich gerade mal so schaue. Es sieht fast so aus, als ob das hier so ein bisschen. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, meine Insel. Ne, das ist ja nicht Insel, das ist einfach Land, was hier weitergeht. Allerdings Bismarck kann da natürlich auch rüberhoppeln. Naja, wird man sehen. Für den Moment sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Gandhi ist zwar irgendwie auch schon wieder vorneweg. Naja, mit seinem Pantheon, wo fährt denn mit den ganzen Punkten und Bevölkerung? Naja, der geht ab. Geht ab wie Schmidts Katze. Na gut, ich bin für mich allerdings mit meiner Position bisher ja auch recht zufrieden. Da lässt sich doch sicherlich was draus machen. Ich danke euch dann wieder fürs Zuschauen. Mal sehen, wie das dann demnächst weitergeht. Bis dann.